Ja, herzlich willkommen bei Velvet Cloud. Normalerweise habe ich am Anfang immer so eine riesige Dampfwolke, so richtig schön tiefen Lungenzug von meinem Liquid. Das hat einen Grund, warum ich das diesmal nicht habe, weil die Dampfwolken eigentlich nur mit echten Hochleistungsgeräten kommen und mit einer Zigarette nicht so. Das ist eine Enjoy, steht auch noch mal ganz nett, wenn dann der Autofokus irgendwie mitspielt. Mit der Zauberhand dahinter klappt das ja meist. Genau. Enjoy. Meine Teamkollegen hatten die ja vorher schon getestet und auch Duane von Vape TV hat sie getestet und auch Grim Green hat sie getestet. Und alle sind eigentlich zu einer einhelligen Meinung gekommen, dass die erschreckend gut sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gut, mein Englisch ist ja nun nicht ganz so gut, deswegen weiß ich nicht, ob die Amerikaner das erwähnt hatten. Das erste, was ich hatte, wie ich die Schachtel hier aufgemacht habe, war ein leichter Geruch einer frisch geöffneten Zigarettenschachtel. Die Zigaretten, die ich geraucht habe, wie ich noch Zigaretten geraucht habe, haben nicht mehr wirklich nach Tabak gerochen. So, wenn man so eine Dose mit frischem Tabak aufgemacht hat, dann kommt da schon eher noch so ein Tabakgeruch raus. Ich habe die Lucky Strike Red geraucht, ich habe die West Silver geraucht. Da war das nicht mehr wirklich Tabakgeruch. Das war alles Mögliche. Wir wissen ja auch warum, weil da alle möglichen Stoffe drinne sind. Hier war das beim Öffnen und gerade dieses Öffnen dieser Schachtel macht einen recht heftigen. Das ist so ein Lifestyle-Feeling. Ich habe bei der Enjoy das erste Mal wieder das Gefühl, dass ich eine Zigarette rauche. Diese hier hat jetzt 30 Milligramm. Das heißt, die sind mit 3% dann, glaube ich, angegeben. Ich habe hier auch noch die Seite offen, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Das ist so dieses jahrelange Gefühl, was man hatte. Ja, das ist die traditional Gold. Traditional Gold. Dieses Gefühl habe ich eigentlich, deswegen hatte ich die 510er Automatik-Akkus hier nur wieder nochmal gedampft, weil dieses konditionierte Gefühl von Zigarettenrauchen. Das ist schon so eine Suchtbefriedigung. Also, ich habe die vorhin schon mal ein bisschen angetestet und nach 15 Zügen war ich befriedigt. Finde ich gefährlich. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als würde ich eine Zigarette rauchen. Ich habe auch den Geschmack einer Zigarette, allerdings nicht hundertprozentig, wenn sie brennt, sondern ich habe ziemlich oft beim Arbeiten, weil ich dann ab einem bestimmten Zeitpunkt, wie alle anderen Raucher auch, nicht mehr in den Räumlichkeiten rauchen durfte, sondern dafür rausgehen musste. Und wenn ich noch am Server gearbeitet habe, dann habe ich meist schon eine Zigarette im Mund gehabt, weil der Schmachter gedrückt hat, aber ich noch nicht runter konnte. Dann habe ich da ein paar Mal dran gezogen, ohne dass sie an war. Und der Geschmack, den ich dabei hatte, das ist auch der Geschmack, den ich hier jetzt beim Dampfen habe.
wie eine Zigarette schmeckt, weiß ich nach fast 2 Jahren einfach nicht mehr. Ich hatte ja hin und wieder dann nochmal danach eine Zigarette probiert. Es war sehr eklig, dieser verbrannte Kohlenmonoxidhaltige Rauch, das war mir zu eklig, deswegen habe ich das auch nicht mehr gemacht. Hier ist das so, dass es jetzt nicht wirklich gut schmeckt, aber es schmeckt auch nicht bäh. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich keine E-Zigaretten kennen würde und ich keine Zigaretten rauchen dürfte, wie zum Beispiel auf einem Flug, und man würde mir die hier anbieten. Würde ich meine Befriedigung damit schon bekommen. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit für Raucher, sich den Zigaretten abzuwenden. Ob man hier jetzt wirklich die komplette Dauerbefriedigung haben würde, also ob das für mich dauerhaft funktioniert hätte, weiß ich nicht. Wobei ich allerdings das Dampfen auch sehr, sehr schnell, und das kann man anhand meiner Videos gucken, denn in dem Augenblick, wo ich mit den Rauchen aufgehört habe, habe ich praktisch 14 Tage später angefangen mit den Videos und habe dann mir Geräte gekauft, habe sie vorgestellt und habe mich dem Hobby hingegeben, habe auch Geräte gekauft. Zu Anfang noch so ein bisschen, naja gut, ich möchte sparen, aber in erster Linie habe ich in mehreren Videos, auch wenn ich speziell darauf eingegangen bin, habe ich dazu gestanden, dass mein HWV, also das Kaufen von den Geräten, meine Sucht zusätzlich befriedigt hat und nicht nur das Dampfen alleine. Also dieses Komplettpaket, YouTube-Videos machen, Leute kennenlernen übers Dampfen, das Mischen, die Reviews vorbereiten, mich eingehend mit der Technik beschäftigen. Das war so dieses Komplettpaket, was bei mir dazu geführt hat, dass ich keinen Weg zurück zur Zigarette gefunden habe. Hier könnte ich mir gut vorstellen, wenn ich da jetzt keine von bekomme, dann könnte ich sehr schnell eine Schachtel Zigaretten kaufen, denn für mich ist dieser Unterschied nicht wirklich groß. Es macht sogar diesen leicht trockenen Mund. Also ich habe einen eher trockenen Mund. Ich habe auch bei den großen Geräten einen trockenen Mund, aber dieser trockene Mund hier ist, weil ich ja an Raucherstudien teilgenommen habe und sehr viele Sensorikbögen ausgefüllt habe und auch immer wieder darüber sprechen musste, über die Vorgänge, die ich beim Rauchen halt erlebe, fällt es mir hier sehr leicht, auch diese Ähnlichkeiten sofort rauszufinden, und muss sagen, wir wissen ja nach wie vor nicht wirklich, ob das jetzt ein Tabakunternehmen ist oder nicht. Auf der Seite von Enjoy findet man ja eine ganze Menge an Sponsoring und Facebook und was haben wir denn da? Camco, Quickstrip, Loves, Country Stores, Murphy USA, das sind dann wohl alles Läden, wo man es kaufen kann. Dann gibt es Store Locator, Enjoy E-Cigarette, Recycling Programm, Facebook. Irgendeine Berühmtheit unterstützt das Ganze noch mit Geld. Dann hat hier die Ex von Cobain, ich vergesse ihren Namen immer wieder, wird wohl auch seinen Grund haben, hat dafür Werbung gemacht, sehr Lifestyle, finde die Packung richtig klasse. Also das ist was, wo ich sage, da kann man mal mit in die Raucherecke gehen. Na, die Zigarette fluppt nicht so richtig raus, hatte ich eben schon das Problem, aber da kriegt man ja sehr schnell den Dreh. Ich hatte hin und wieder mal ein Zippo, aber ich bin kein echter Zippo-Freund gewesen, auch kein Zippo-Sammler. Das ist schon ein geiles Feeling. Gefällt mir. Haben sie sich echt was einfallen lassen, im Gegensatz zu den anderen E-Zigaretten, die unterwegs sind mit normalen Packungen, sogar Ego-T-ähnliche, ist das jetzt schon recht heftig. Sie haben ihr Programm aufgestockt.
wie ich das erste Mal geguckt hatte und Sebastian, die ja auch bei Enjoy als Tests bekommen hat, nicht gekauft, sondern die sind von Enjoy gesponsert worden. Da gab das nur diese Packung mit der einen E-Zigarette drinne und da konnte man dann auch so ein Dreierpack von holen. Dieses Dreierpack gibt es immer noch für $26,97. Jetzt gibt es das Ganze auch in einer größeren Packung. Da gehen 5 Stück rein. Das heißt, man hat 5 von denen nebeneinander. Das dürfte eigentlich schon fast, also von der Breite her, fast einer normalen Zigarettenschachtel entgegenkommen. Zwar nicht ganz, aber es gibt ja auch einige Länder, die schmälere hatten. Dann gibt es 10-Pack, das sind dann 2 Fünfer-Packungen. Und dann gibt es Enjoy King 20-Pack. Das sind dann 4 Fünfer. Das ist in so einem Schuber drin, kostet 119,80 €. Das 10-Pack mit 10 Enjoys 59,90 €. Ich bin mal gespannt, wie lange die hier hält. Aber das ist schon ganz schön harter Tobak. Das ist schon richtig teuer. Für $120 kann ich fast losgehen und als Amerikaner mir eine Provari holen. Und dann eventuell, ich habe jetzt gerade ein Big Boy von Vape4Me gekriegt, einen 510er Verdampfer der neuesten Serie. Die sind ja auch, wenn man sie pfleglich behandelt, kann man sie länger halten, aber es ist schon Richtung Wegwerfprodukt. Da könnte ich schon eine ganze Weile mit auskommen. Doch, ich habe hier richtig, das ist schon Zigarettengeschmack. Es fehlt natürlich dieser Brandgeschmack, den wird man auch nie wirklich hundertprozentig nachmachen können. Aber ich habe das am ehesten ist, wenn die Zigarette noch nicht richtig brannte, man gezogen hat, dann hat man ja auch ein bisschen Luft durch den Tabak durchgezogen und das, was dabei rübergekommen ist, das entspricht dem schon sehr, sehr. Doch. Das würde schon als Zigarette durchgehen. Ich bin wirklich, also die anderen waren ja auch und ich hatte mir schon gedacht, dass es hinkommt. Die Haptik kommt auch sehr gut hin. Es fühlt sich ein bisschen an wie Papier, aber es ist ein bisschen weich. Es ist wie eine überstopfte Zigarette, aber es ist immer noch so ein bisschen Plastik, aber man hat so ein leichtes, die Haptik ist schon so ein bisschen, der Filter ist auch nicht hundertprozentig hart. Das ist wie ein sehr, sehr fester Filter. Den kann man ein bisschen zusammendrücken. Und auch das Zuggefühl. Kommt der Zigarette sehr nah. Dass jetzt nicht so viel Dampf rauskommt, entspricht auch ziemlich dem, so eine Zigarette hat nicht monstermäßig gedampft. Hat sie einfach nicht. Das war eine leichte Rauchfahne und das kommt dem auch schon sehr nahe. Der Flash entspricht fast meiner Zigarette, die ich geraucht habe. Vorhin die ersten paar Züge und dafür, dass es 30er ist, muss ich sagen, es ist nicht dieses intensive Feuerwerk gewesen, wie ich jetzt die ganze Zeit 6er gedampft hatte und dann halt für einen Kumpel das 18er angemischt habe und dann, sondern es ist ein bisschen unterschwelliger, aber es war eine sehr merkwürdige Befriedigung vorhanden. Nach den 20 Zügen war so ein bisschen so, ja, alles klar, ne, wie so eine Zigarette, auch dass sie die Glut so ein bisschen in die Zigarette reinragt, das macht schon im Blickfeld, man hat das, also ich habe es auf jeden Fall 28 Jahre lang gemacht und ich habe da sehr viele Ähnlichkeiten bei empfunden. Wenn das jetzt so eine E-Zigarette wäre, die mir halt richtig gut gefallen würde, wäre ich extrem euphorisch. Ich empfinde das Ganze als perfekt, muss ich leider sagen. Das kommt der Zigarette wirklich am nächsten und es kommt der Zigarette wesentlich näher als mit den Sachen, mit denen ich von der Zigarette umgestiegen bin.
Ich habe eben mal am 15er gezogen und da kam mir der Zugwiderstand extrem hoch vor, sehr störend, weil ich hier ja die riesigen Löcher drin habe und direkt auf Lunge ziehe. Das stört mich hier jetzt irgendwie nicht, weil ich tatsächlich die E-Zigarette dampfe, wie ich eine Zigarette rauchen würde. Und ich habe eine Zigarette nicht direkt auf Lunge inhaliert. Das wären dann, glaube ich, eher andere Sachen, die man auf Lunge inhaliert. Wow. Ich glaube, dass Enjoy damit den Massenmarkt erreichen kann. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Jugendlichen das jetzt besonders toll finden würden und sich Enjoys kaufen für das Geld, was sie kosten, für den Geschmack. Ich habe so, als wenn ich so ein bisschen Papierkleber, also fast das, was ich sonst von einem Filter auf den Lippen habe. Das, was ich vorhin erwähnt hatte beim Aufmachen der Schachtel und dann der Geruch darüber gekommen ist, original wie eine Zigarettenschachtel. Man weiß ja, dass die Autoindustrie Leute beschäftigt, die sich mit dem Neuwagengeruch beschäftigen. Bin mir ziemlich sicher, dass hier jemand am Werk war, der wusste, was er da tut. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird nicht durch Zufall passiert sein. Und auch der Geschmack, den ich hier habe, ist ein absolut ausgewogener, so dicht wie möglich an der echten Zigarette dran. Da hat jemand seine Hausaufgaben komplett erfüllt. Das ist A+, 1 mit Sternchen, Klassenziel erreicht, trifft alles zu. Es kommen bei mir ganz viele Sachen wieder hoch, warum ich geraucht habe. Ich gehöre wohl noch zu der Generation, wir haben da letzt gerade mal ein bisschen im Hangout drüber diskutiert, ich glaube auch beim Stammtisch, John Wayne. Das ist so dieses, ich fand es schon, dass ich meine Zigarette cool gehalten habe. Ich habe ja auch lange Zeit daran geübt. Dieses hier, das war mal in den 80ern innen, aber so am Ende der 80er, Mitte 90er hin war es eigentlich, dass man, nur wenn man schnell geraucht hat. Danach war es eigentlich wieder schick, dass man sie schon irgendwie Zeige, Mittelfinger bedient hat, geraucht hat. Ich glaube, ich weiß, warum Alkoholiker, und da hatte ich im letzten Gespräch mitgekriegt, gewisse Mechanismen nicht benutzen sollen. Hier ist das so, dass ich, wenn ich nicht komplett vernünftig wäre, da schon einen Schmachter auf eine Zigarette kriegen könnte. Da ich aber weiß, dass sie mir scheiße schmeckt und ich mit meinen ganzen Aromen eine wesentlich breitere Vielfalt an Geschmack und an Vergnügen habe als an den Sargnägeln, bin ich da jetzt ziemlich sicher. Aber jemand, der jetzt vielleicht aufgehört hat zu rauchen und so eine E-Zigarette in die Hand bekommt, das geht ganz schnell.
Es macht nicht, es ist nicht die vollständige. Ich habe ja sehr oft aufgehört zu rauchen. Das längste waren, glaube ich, mal ein halbes bis dreiviertel Jahr. Ich habe immer wieder angefangen. Ich weiß noch, wie die ersten Zigaretten waren. Das war so richtig. Tabak ist eine Droge, Zigarette ist eine Droge. Und die ersten Zigaretten waren zwar vom Geschmack her unangenehm, ich fand sie nicht wirklich klasse, aber das, was im Körper abgelaufen ist und das, was im Kopf abgelaufen ist, das hat eigentlich dazu geführt, dass ich mir zwar eingeredet habe, naja gut, jetzt eine, na, und noch eine, oh, hast mal eine Zigarette, ja nee, ich rauche ja nicht mehr, ich kaufe mir auch keinen Scha, aber hast mal eine, und schwupp, ah, ja, na, ich kaufe mir mal eine, dann hat man irgendwie 5 bis 10 am Tag und 3, 4, 5 Tage später war ich komplett wieder auf einer Schachtel. Und oftmals noch drüber weg und habe das doch ziemlich genossen. Ich habe nachts meinen Schlaf unterbrochen, bin aufgestanden. Aufgestanden zum Rauchen habe ich ja erst ab dem Zeitpunkt gemacht. Das kann man in einem meiner ersten Videos sehen, wo ich es erwähne. Ich habe im Bett geraucht. Ich habe vorm Schlafen im Bett geraucht. Ich habe nachts bin ich aufgewacht, habe meinen Inhalator benutzt, habe mir eine Zigarette angesteckt und ich bin auch hin und wieder mal so ein bisschen weggenickt. Und erst wie ich einmal eingeschlafen bin, die Zigarette praktisch schon das Bettlaken angebrannt hatte und ein bisschen von der Matratze und ich vom verbrannten Finger aufgewacht bin, erst da habe ich es abgestellt und bin ab dahin dann immer aufgestanden, in die Stube gegangen, habe eine Zigarette geraucht und bin dann wieder ins Bett gegangen. Das habe ich bis zu 4 Mal die Nacht gemacht. Ganz schlechte Nächte, wenn viel Stress war und, dann auch mal 5 Zigaretten. Das heißt, wirklich tiefe Schlafphasen hat man eigentlich gar nicht erreicht, sondern das volle unvernünftige Paket. Mittlerweile dampfe ich übrigens nachts gar nicht mehr. Ich stehe auch nachts nicht auf. Dampfen, das waren die ersten 6, 7 Monate war es, dass ich auf jeden Fall auch nachts meine Dampfe hatte. Irgendwann war es dann so, dass ich sie zwar noch liegen hatte, aber dann nicht unbedingt benutzt habe. Und ich sag mal, seit einem Jahr ungefähr ist es komplett weg. Also nicht ganz 10 Monate, 11 Monate, dass ich auch nachts nicht mehr dampfen muss und ich ja auch so losgehen kann, ohne jetzt wirklich dampfen zu müssen. Wenn ich keine Dampfe mit habe, fange ich an, kurzzeitig ein bisschen nervös zu werden, vergesse es dann aber sehr schnell und ist dann eigentlich nicht wichtig. Dafür, dass es 30er ist, dampfe ich es jetzt ganz schön viel. Ich merke kein übermäßiges Nikotingefühl, sondern ich fühle mich schon eher ein bisschen redselig. Deswegen geht dieses Video jetzt auch schon 23 Minuten. Es fühlt sich ein bisschen gesellig an. Es ist ja, dafür, dass man hier über die Technik nicht viel sagen kann, sondern mehr um das Drumherum. Es ist schon das, was eine Zigarette ausgemacht hat. Und warum man nicht einfach aufhören kann zu rauchen, es ist nicht immer nur das Nikotin. Es ist das Ritual an sich. Jetzt bedenkt 23 Minuten. Zigaretten haben ja nachher meiner Ansicht nach wesentlich weniger Zeit gebraucht, um sie ganz aufzurauchen, als ganz frühere Zigaretten noch. Ganz frühere Zigaretten waren 7, 8 Minuten. Das weiß ich halt einfach von den Pausen her. Die Schulpausen zum Beispiel, dann Berufsschulpausen, dann nachher Weiterbildungspausen und noch gehobene Schule nochmal zwischendurch. Da hatte man einfach so diese Pausen und Viertelstunde waren 2 Zigaretten. Ich habe einen trockenen Mund. Ich habe dieses echte Zigarettengefühl. Okay. Das Weiße, das
ist jetzt übrigens, wir haben im Moment keinen Strom. Das drüben ist jetzt, weil sein Generator ausgefallen ist und die Alarmanlage losgeht. Ich hatte nämlich die letzten 2 Tage fast gar keinen Strom mehr und die Schnauze voll. Und das ist jetzt sowas wie meine Notstromversorgung, funktioniert sehr gut. Mal gucken, wenn der Strom jetzt heute Nacht länger wegbleibt. Hoffentlich kriege ich das Video noch gerendert. Lange Rede, kurzer Sinn. Perfekt. Wenn ihr einen Raucher habt, der sowas hier scheut und auch sowas nicht unbedingt möchte, der könnte zumindest hiermit mal sehen, dass das elektronische Rauchen gar nicht so verkehrt ist, dass das funktionieren könnte. Und das ist jetzt auch das erste Mal, wo ich am Ende immer wieder sage, seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören, sagen euch die anderen Geräte alle nicht zu und das Geld sitzt ein bisschen lockerer. Das ist jetzt nicht wirklich günstig und ich bin gespannt, wie lange sie halten wird. Ich werde dazu noch eine Rückmeldung geben. Das waren jetzt 26 Minuten. Wenn ich sie benutze, werde ich versuchen, mal ein bisschen zu gucken, um das in Zigaretten umzurechnen. Seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören und die Geräte sind nichts? Versucht vielleicht mal eine Enjoy zu bekommen. Es ist immer noch besser als eine richtig original brennende Zigarette. Und an alle Dampfer, einmal probieren könnt ihr vielleicht. Ich glaube nicht, dass ihr euren Provari oder ein anderes Gerät dafür in der Ecke liegen lasst. Es ist, glaube ich, eher ein Gimmick. Es ist vielleicht was für unterwegs. Wobei unterwegs könnte es sein, dass ihr damit vielleicht ein bisschen mehr Probleme kriegt. Denn das Rauchen ist ja mittlerweile überall nicht mehr gern gesehen. Man wird geächtet und man wird ausgegrenzt. Und ich glaube, hiermit könntet ihr eher im Lokal ausgegrenzt werden als hiermit. In diesem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.